Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VPT Info. Mein Name ist Christian Thieme, ich bin Referent für soziale Medien und Nachwuchs im VPT und mit mir zusammen heute wieder dabei unser Verbandsjustiziar Benjamin Alt. Hallo. Hallo, lieber Christian. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, und zwar zum Thema PKV, private Krankenversicherung, Behandlung von Familienmitgliedern oder Praxisinhabern in der eigenen Praxis. Und es ist jetzt immer wieder vorgekommen, dass die privaten Krankenversicherer diese Vergütungen oder diese Abrechnungen nicht mehr erstatten. Ich selber habe es auch schon erlebt, dass wir eine Behandlung von mir in der Praxis gemacht hatten, ganz am Anfang. Und die PKV hat dann gesagt, nein, das erstatten wir hier nicht, das ist nicht zulässig. Benjamin, vielleicht kannst du da mal ganz kurz was dazu sagen. Warum ist das nicht zulässig? Genau, es gibt ganz unterschiedliche Fälle. Also der Standardfall ist zunächst einmal, man ist Praxisinhaberin oder Praxisinhaber und ein Familienmitglied dieser Familie wird in der Praxis behandelt. Und da fällt es meistens ja nur auf, wenn die den gleichen Namen tragen. Wenn nicht, fällt das normalerweise gar nicht auf. Aber es ist so, in so ziemlich allen privaten Versicherungsbedingungen, also von den privaten Krankenversicherungen, steht eben drin, dass nicht abgerechnet werden darf, wenn die Behandlung des Versicherten in einer Praxis erfolgt, wo der Praxisinhaber oder die Praxisinhaberin Familienmitglied ist. Und das ist also eine allgemeine Regel, die sich komplett durch die PKV zieht. Und deswegen darf das dann nicht abgerechnet werden. Übrigens, das gilt immer für die Leistung des Therapeuten. Verbrauchsmaterial und sowas ist da kein Problem. Aber wenn man das erstattet bekommt, ist meistens, naja, der Betrag doch relativ gering. Das heißt, die Sachkosten werden normal erstattet. Heißt also unter dem Strich, wenn man privat versichert ist, darf man sich im Regelfall nicht behandeln lassen in der Praxis eines Familienmitglieds. Also das heißt, man darf sich da behandeln lassen, aber es besteht kein Anspruch, das von der privaten Krankenversicherung erstattet zu bekommen. Der andere Fall, das ist das, was Christian auch gerade eben erwähnt hat, ist, wenn man sich in seiner eigenen Praxis behandeln lässt, auch das ist üblicherweise nicht versicherbar. Das heißt, diese Leistung kriegt man dann nicht erstattet. Und das ist dann bei vielen Praxisinhabern so, dass die auch irgendwann einmal gesundheitliche Probleme haben und sagen, ich habe super Therapeuten, warum sollte ich denn in eine andere Praxis gehen, um meine Verordnung einzulösen? Ich gehe doch einfach zu meinen eigenen Therapeuten, die sehr gut sind, und dann kann das erstattet werden. Und da besteht keine Erstattungspflicht der Krankenkassen. Und wenn das halt später rauskommt, solche Fälle hatte ich auch schon, dann muss das zurückgezahlt werden. Das ist wirklich ein Problem. Das kann ein sehr, sehr teurer Spaß werden. Man muss also tatsächlich, obwohl man eine eigene Praxis hat und ein Heilmittel benötigt, was in dieser Praxis abgegeben wird, in eine andere Praxis gehen. Mein Tipp, man soll es mal positiv sehen und vielleicht kriegt man ein paar andere Inspirationen, wenn man in eine andere Praxis geht und es mal ausprobiert, wie die es machen. Jedenfalls ist ansonsten kein Erstattungsanspruch da. Das, was wir jetzt gesagt haben, bezieht sich auf die PKV. Wie sieht es bei der GKV aus, Christian? Bei der GKV im Gegensatz dazu ist es überhaupt kein Problem. Also man kann die Familienmitglieder behandeln lassen und selbst wenn man freiwillig gesetzlich versichert ist, kann man auch das in der eigenen Praxis tun. Da gibt es keine Regularien, die das verhindern. Also von der gesetzlichen Krankenkassenseite her überhaupt kein Problem. Also achtet bitte zukünftig drauf, seid ihr privat versichert oder sind eure Kinder mit euch privat versichert, nicht in der eigenen Praxis, sonst gibt es nur Probleme. Und wie Benjamin gesagt hat, das ist eigentlich ein schöner Einwand. Man kann sich auch immer wieder Inspiration in anderen Praxen holen. Das habe ich dann später auch gemacht. Ist gar nicht so verkehrt. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten wieder. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao. Alles Gute. Tschüss.